Gut, einmal, dass man bescheiden sein muss, auch als Ökonom, weil offensichtlich es sehr schwierig ist, Prognosen abzugeben. Niemand hätte gedacht vor 6 Monaten, dass die Lage so schwierig werden würde. Zentralbanken haben sehr viel getan, es auch richtig gemacht, und sonst wäre die Situation noch schwieriger. Und trotzdem sind wir am Ende des Jahres 2008 in einer schwierigen Lage. Wie gesagt, Lehman hat eine große Rolle gespielt. Insofern gab es auch Ereignisse, die nicht prognostizierbar waren. Und niemand hatte die Implikationen voll überblickt. Auch nicht die Amerikaner, denke ich. Insofern, Bescheidenheit ist sicherlich angebracht. Das hängt natürlich davon ab, wie man die gegenwärtige Lage beurteilt. Wenn man der Meinung ist, dass wir hier in einer Krise sind, wie wir sie noch nicht gesehen haben seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, und dass wir in einer Phase sind, wo die Spirale immer noch nach unten geht, und weiß, dass der Welthandel Deutschland nicht wie bei früheren Konjunkturzyklen aus diesem Konjunkturtal herausziehen wird, die nächsten 2, 3 Jahre, dann muss man eventuell Maßnahmen ergreifen, wie sie in der Vergangenheit nicht sinnvoll waren. Und der Europäische Rat hat ja vereinbart, dass im Durchschnitt jedes Land etwa 1,5% des BIP nutzen wird, um die Binnennachfrage zu stimulieren. Hier muss man sehen, welche Maßnahmen besonders dafür geeignet sind. Ich denke, die Dinge, die bei den G20 auf dem Gipfel der G20 beschlossen worden sind, weisen in die richtige Richtung. Wir brauchen ein in sich stimmigeres Paket von Regulierungen der Finanzmärkte. Lücken, die wir heute kennen, die es im System gab in den letzten Jahren, müssen geschlossen werden. Das ist alles bei den G20 von der Zielrichtung, glaube ich, auf den richtigen Weg gebracht worden. Die Umsetzung ist natürlich nicht einfach und ist sehr kompliziert. Da müssen jetzt die Fachleute sich zusammensetzen im Rahmen der G20, nicht nur wie früher die G7 im Financial Stability Forum. Das muss ein breiterer Kreis werden. Die Zielrichtung stimmt, aber man darf sich keine Illusionen machen. Die Umsetzung ist nicht einfach. Ich sehe schon, dass wir über die nächsten 10, 20 Jahre in eine Weltwirtschaft uns entwickeln, wo es nicht mehr eine Superpower gibt, eine alleine wie die USA in den letzten 10, 20 Jahren, sondern wo es mehrere große Zentren gibt, eine multipolare Welt. Dazu wird die EU gehören, wenn wir unsere Hausaufgaben richtig machen. Dazu wird weiterhin die USA gehören. Es geht also nicht darum, die USA etwa abzulösen. Dazu wird auch China gehören. Und Japan ist weiterhin eine bedeutende Volkswirtschaft. Also es wird eher ein multipolares System sein, wo jetzt nicht einer die Rolle übernimmt, die bisher jemand anders gespielt hat. Man muss aus der Krise lernen. Und das haben gerade wir in Europa auch in der Vergangenheit gezeigt, dass die EU insgesamt, die ja durch viele Krisen gegangen ist, nicht so eine wie jetzt in den Finanzmärkten, aber andere Krisen, aus Krisen immer gelernt hat. Aus dieser Finanzmarktkrise müssen wir natürlich lernen, wie man besser international zusammenarbeitet, wie man besser die Finanzinstitute beaufsichtigt, reguliert, damit auch in Zukunft dieser ganz wichtige Faktor, der zur Wohlstandssteigerung beiträgt, gut funktionierende Finanzmärkte, damit das auch in der Zukunft weiter so sein kann.